Seit alters her gehören die Mineralquellen zu den größten Reichtümern Bulgariens. Die Balneologie stand hierzulande stets hoch in Ehren. Heilquellen gibt es überall. In der jahrhundertealten Geschichte Bulgariens sind in der Nähe von Thermalquellen zahlreiche Ortschaften entstanden, von denen sich bis auf den heutigen Tag manche als balneologische Zentren rühmen. 1882 wurde in der südbulgarischen Stadt Hisaria die erste chemische Analyse von Mineralwasser vorgenommen. Das war die Geburtsstunde der organisierten Balneologie in Bulgarien. Die Stadt Sandanski gehört zu den bekanntesten balneologischen Kurorten in Bulgarien. Sie liegt 166 Kilometer südlich von Sofia. Die Region um Sandanski besitzt das gesündeste Klima in Bulgarien. Deshalb ist Sandanski das beste natürliche Sanatorium für Bronchialasthma in ganz Europa. Mineralwasser ist der wichtigste Heilfaktor. Hier gibt es mehr als 20 Mineralquellen, deren Wasser klar, geschmack- und geruchlos ist. Sandanski ist als Balneologiezentrum für Atemwegserkrankungen profiliert. Inhalationen. Bei Erkrankungen der Atemwege kann das Mineralwasser selbstständig oder in Kombination mit Medikamenten und Heilkräutern eingesetzt werden. Äußere Anwendung. Das Mineralwasser wirkt wahre Wunder und kann bei Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats, des peripheren Nervensystems, bei gynäkologischen, Rücken- und Hautleiden verwendet werden. Trinkkuren. Bei Nieren- und Blasenproblemen, Magen-Darm-Erkrankungen und Stoffwechselstörungen. Das Mineralwasser wird zur Vorbeugung von Osteoporose, Zahnkaries und manchen Berufskrankheiten benutzt. Hochspezialisiertes medizinisches Fachpersonal nimmt die Vor-, Kontroll- und Abschlussuntersuchungen vor und bestimmt ein individuelles Programm zur Behandlung, Rehabilitation und Prophylaxe jeden einzelnen Kurgastes. Die Vielfalt an Wasser- und Elektroprozeduren ist außerordentlich groß. Kräuter, Wacholder, Salz- und alkalische Bäder, Unterwasser- und Bürstenmassagen, Therapien mit Infrarotstrahlen, mit Mikrowellen, Ultraschall etc. etc. Ein wahrer Jungbrunnen auf der Grundlage von gesundem Klima und heilenden Thermalquellen. Erwähnenswert sind auch die spezialisierten Behandlungsprogramme wie Arthro-Rheuma-Programm, Asthma-Programm, Thalassotherapie, Beautiful Body-Programm, Anti-Stress-Programm inklusive Thalasso- und Aromatherapie, Programm zur Behandlung und Vorbeugung von Osteoporose, Programm zum Abnehmen. All diese Möglichkeiten garantieren, dass Ihr Aufenthalt in Sandanski äußerst effektiv sein wird. Die Behandlung mit Paraffinpackungen setzt auf das Erwärmen der Problemzonen. Das Paraffin wird auf 42 Grad Celsius erhitzt, auf Nylon gestrichen
und um die Gelenke gewickelt. Das warme Paraffin dehnt die Blutgefäße und entspannt die Muskulatur. Nach den Prozeduren tritt kein Soforteffekt ein, es muss etwas Zeit vergehen. Paraffinpackungen werden nicht bei akuten, sondern nur bei chronischen Gelenkproblemen praktiziert. Bulgarien verfügt über zahlreiche warme und kalte Mineralquellen, die über das ganze Land verteilt sind. Zu den emblematischen Kurorten in Bulgarien zählen Gorna Banja, Bankja, Hisarja, Sapareva Banja, Vršec, Neretschen und viele andere mehr. Die bulgarische Hauptstadt Sofia gehört zu den an verschiedenen Mineralwassern reichsten Weltmetropolen. In der Stadt und deren Umgebung fließen über 40 Thermalquellen und die Wassersammelstelle des Sofiota Mineralwassers ist etwa 2000 Jahre alt. Die balneologischen Zentren in Bulgarien bieten ihren Gästen mannigfaltige Alternativtherapien zur Linderung zahlreicher Krankheiten. Die Behandlung mit Mineralwasser und Heilschlamm hat die Effektivität dieser Art der Heilung unzweideutig bewiesen. Elektrotherapie wird bei Patienten angewendet, die unter Gelenk- und Bewegungsapparaterkrankungen leiden. Die Pneuvren oder Pressmassagen werden zur Anregung der Durchblutung eingesetzt. Nach der Lymphdrainage tritt eine Entstauung und Tonisierung ein. Die Lymphdrainage stimuliert den Stoffwechsel und wirkt der Zellulitis entgegen. Ein Genuss für Körper und Geist sind die ätherischen Bäder mit Rosenblüten. Das Kleopatra-Bad ist ein Milchbad. Mineralien und Vitamine verwöhnen die Haut und sie wird seidenweich. Das römische oder Weinbad ist eine wahre Attraktion und wirkt gegen freie Radikale. Der Reichtum an unterschiedlichen Mineralwassern, die günstigen Klimabedingungen und die schöne Natur stellen Velingrad an die Spitze der Balneologie-Kurorte in Bulgarien. Die Stadt liegt etwa 133 Kilometer südöstlich von Sofia entfernt. Fast 80 Mineralquellen, das Gebirgsklima und die saubere Umwelt machen Velingrad zu einem einmaligen Kurort. Dessen Profil ist die Heilung verschiedener Erkrankungen des Atemsystems, des Stütz- und Bewegungsapparates, des Nervensystems, gynäkologischer Erkrankungen und Unfruchtbarkeit. Die Lava- oder Vulkansteinmassage
fördert den Energiefluss über die Meridiane im menschlichen Körper. Die Steine werden auf 60 Grad Celsius erhitzt und haben eine entspannende und stresslösende Wirkung. Während sie auf den Energiezentren, den Chakras, liegen, wird eine Akupunkturmassage vorgenommen. Danach erfolgt eine Massage mit den warmen Vulkansteinen. Shirodhara und Shirobhyanga sind zwei Prozeduren, die stets einhergehen. Zuerst werden Hals und Gesicht massiert. Zum Abschluss wird körperwarmes Mandelöl auf die Stirn des Patienten gegossen. Dabei fließt ein dünner Strahl aus einem speziellen Behälter auf das dritte Auge und von dort auf den Haaransatz des Patienten. Der Stirnguss soll den Haarwuchs, den Geist und die Denkfähigkeit anregen. Er hat eine ausgesprochen positive Wirkung auf die Sehkraft. Warme Schokolade. Eine süße und zarte Versuchung. Die Therapie mit geschmolzener Schokolade gehört zur Luxusklasse. Das Ergebnis ist eine gut hydratisierte und sichtbar straffere, frische und strahlende Haut. Die Therapie wirkt auch gegen Zellulitis. Bei der altgriechischen Massage handelt es sich um eine Ganzkörper-Peeling-Massage mit speziellen Massagesalzen, die mit Olivenöl und Massageöl vermengt werden. Der ganze Körper wird exfoliert. Den Abschluss bildet eine stufenweise Reflexzonenmassage der Hände. Pinda Sveda ist eine Massage mit verschiedenen Kräutern und stammt von der Insel Bali. Die Massage wirkt reinigend, regenerierend und aufbauend. Die Kräuter werden mit Heilerde vermischt und in spezielle Baumwollsäckchen gefüllt, die mit verschiedenen Aromaölen getränkt sind. Pinda Sveda ist eine ausgesprochen angenehme Massage. Die verwendeten Kräuter sind drei Arten: zum Relaxen, zur Entgiftung und zur Tonisierung des Körpers. Das Wort Spa wurde zu einem modernen Alltagsbegriff. Spa ist eine Abkürzung für den lateinischen Begriff Sanus per aquam, gesund durch Wasser. Es verkörpert jedoch eine Denk- und Lebensweise, das Streben nach Harmonie zwischen Körper und Geist. All das kann durch diverse Prozeduren erzielt werden, die im Angebot sind. Hydrotherapie, vielfältige Bäder und Saunas,
Programme zur Gesichts- und Körperpflege mit Spa-Kosmetik, unterschiedliche Massagetechniken und all das in Kombination mit Farb- und Aromatherapie. Die Prinzipien und die Philosophie von Spa lauten Schönheit, Ausgeglichenheit, Frische und Harmonie. Fürsorge und aufmerksame Behandlung der Patienten paaren sich mit hohem Professionalismus des Personals. Prozeduren mit Heilschlamm aus dem Toten Meer, der 26 Mineralien und Spurenelemente enthält. Sie lindern Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats und des peripheren Nervensystems. Die Prozeduren haben auch eine sehr gute Wirkung auf die Haut, weil der Schlamm mit Aloe Vera angereichert ist. Aromatherapie. Das ist eine Körpermassage in mehreren Varianten. Sie erfolgt mit Aromaölen, die aus verschiedenen Heilkräutern gewonnen werden. Die Aromatherapie sieht auch ein Antizellulitis-Programm vor, welches sich von dem herkömmlichen unterscheidet. Zuerst erfolgt eine Tiefenmassage der Problemzonen mit einer speziellen Ampulle. Danach werden die Beine in warme Bandagen gewickelt, die mit ätherischen Ölen getränkt sind und für 20 Minuten in eine Nylonfolie gepackt. Die Wellnessgesellschaft nimmt von Jahr zu Jahr zu. Gesunde Lebensweise und Spa ziehen immer mehr Menschen an. Die Wellness-Philosophie bedeutet gleichzeitige Anregung von Körper und Seele durch unterschiedliche Programme zum Relaxen, durch Thermalbäder, Prozeduren zur Entspannung und Verschönerung. So kommen Sie in die zauberhafte Welt der Öle und Düfte, der läuternden Bäder, der lösenden Massagen und der positiven Energiewirkungen und Prozeduren, die wahre Wunder für Ihren Körper und Ihre Stimmung vollbringen. Die Kombination zwischen Prozeduren zum Relaxen und Fitnessübungen erhält Ihre Energie und baut den Alltagsstress ab.
Mit seiner gut erhaltenen Natur in den Bergen und seinem sonnigen, mittelkontinentalen Klima ist Bulgarien der ideale Urlaubs- und Erholungsort für Sie.